Was stört am Kopftuch? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und das ist umso mehr Grund, damit wir heute mal darüber sprechen, denn offensichtlich stört es sehr viele Menschen. Wir haben letzte Woche erschien ein Interview mit mir in einer Tageszeitung und in diesem Interview ging es in keinster Weise um das Thema Kopftuch. Dieses Wort kam im Text gar nicht vor. Aber der Journalist, der mich interviewt hat, hat als Foto für die Zeltschule ein Foto ausgewählt, in dem auch ein Mädchen mit Hijab, also dem dort üblichen Schleier, zu sehen war. Und alle Kommentare unter diesem Titel drehten sich in erster Linie um, warum muss dieses Kind ein Kopftuch tragen und das ist nicht richtig, man hätte dieses Bild nicht benutzen dürfen und so weiter. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schwierig. Erstens, weil wenn man 1000 Frauen in unseren Camps befragen würde, was ihr größtes Problem ist, käme keine einzige dieser Frauen auf die Idee zu sagen, das Kopftuch ist ein Problem für mich, der Hijab. Ganz viele Frauen dort tragen keine Kopftücher. Sie müssen auch keine tragen. Weder im Libanon noch in Syrien gibt es eine Verschleierungspflicht, Gott sei Dank. In vielen Ländern gibt es sie, wie zum Beispiel Afghanistan. Das ist selbstverständlich schrecklich für die Frauen dort. Obwohl sie auch dort dann wiederum, wenn sie sich verhüllen, eine gewisse Freiheit in der Bewegung bekommen. Also es ist eine zu einfache Lösung zu sagen, wir müssen die Schleierpflicht beenden. Aber im Libanon und in Syrien gibt es diese Pflicht nicht. Und die Mädchen und Frauen, die sich dort verschleiern, beziehungsweise die ein Kopftuch tragen, das Gesicht wird sowieso nicht bedeckt, die tun es, weil sie das wollen. Und ich finde es sehr schwierig, wenn Frauen aus einer Kultur, die selbst so vielen Schönheitsidealen für Frauen unterliegt. Nicht umsonst gibt es hier so viele Schönheitsoperationen. Nicht umsonst haben wir Bauch weg, Unterhosen, Push-up-BHs, was weiß ich was. Und das tun wir auch aus einem Grund. Und aus einem Grund, der nicht sehr flattering für uns ist. Und wenn so eine Kultur auf eine andere Kultur sieht, deren Ideal davon, wie Frauen auszusehen haben, eben ganz anders ist, aber ist der wirklich so viel schlimmer, diese Art, finde ich sehr, sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, dass wir uns loslösen müssen von diesem Thema Kopftuch und uns den richtigen Schwierigkeiten zuwenden müssen. Und die richtigen Schwierigkeiten der Frauen im Libanon und in Syrien sind, dass sie keinen Zugang zu Bildung haben, dass es eine Hyperinflation im Libanon gibt und Nahrungsmittel und Wasser knapp werden, dass in Syrien immer noch Schulen und Krankenhäuser bombardiert werden und die Menschen keine Ahnung haben, wie sie den nächsten Monat, die nächste Woche, den nächsten Tag überleben sollen in vielen Gebieten. Das sind die Themen, die dringend unsere Aufmerksamkeit brauchen und das sind die Themen, für die wir dringend ihre Unterstützung brauchen. Und Kopftücher gehören nicht zu diesen Themen.